Sehen wir jetzt den Crash mit Ansage am Aktienmarkt. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick von tradingportal.net. Ja, einen Crash mit Ansage, ja, sowas gibt es eigentlich nicht. Und wenn sowas ausgerufen wird, dann geht das meistens in die andere Richtung. Dann gibt es nochmal den Schub nach oben. Aber warum diese Worte? Es sind einfach die Bilder der Vergangenheit, das Muster der Vergangenheit. Wenn wir an den DAX vor einem Jahr uns erinnern, genau vor einem Jahr, eine Woche vorher, da ging es nochmal richtig nach oben und dann ging es steil nach unten. Und wenn sich das Muster jetzt weiter fortsetzt, wir schauen uns die Grafik dann an, gleich nochmal an den Chart, dann müsste Ende der nächsten Woche dann der Gipfel stehen, nochmal ein Schub nach oben und dann müsste es nach unten gehen, wenn das Muster weiter Bestand hat. Aber einen Crash mit Ansage gibt es eigentlich zu selten. Aber die Analogien zum verletzten Jahr sind trotzdem sehr markant. Da schauen wir dort nochmal genauer hin. Ja, aber wir blicken jetzt erstmal auf die kommende Woche, die uns erwartet, beziehungsweise noch mal ein paar Grafiken aus der Vergangenheit. Ja, die letzte Woche, wir hatten eigentlich wenige Impulsgeber, es war relativ ruhig gehandelt. Die US-Indizes haben neue Allzeithochstände erreicht, der DAX mit einem minimalen Verlust, die Woche beendet, etwas underperformer wieder. Hier der US-Markt, Main Street gegen Wall Street, US Arbeitsmarktdaten bzw. Anträge auf Arbeitslosenhilfe wieder schlechter ausgefallen. 20 Millionen US-Amerikaner sind weiter auf Arbeitslosenunterstützung angewiesen. Zugleich Verbrauchervertrauen, Erwartungen in den Keller gerutscht, nochmal schlechter ausgefallen. Und das ist eben die Divergenz. Viele sehen doch aktuell mit Sorgenfalten auf die aktuelle, auf die ihre persönliche Lage und auch die Entwicklung in den nächsten Wochen. Aber die Aktienmärkte schießen immer weiter nach oben und holen Allzeithoch um Allzeithoch. Das liegt auch etwas an diesen Vermögensungleichgewichte, die eben durch diese Geldflut weiter auseinandergetrieben wird. Das hatten wir letzte Woche schon kurz thematisiert zum Tagesausblick. Krisengewinner, Thema Krisenverlierer, große Krisengewinner, das sind die Milliardäre, Millionäre, die 500 reichsten Menschen der Erde, viele aus den USA, konnten ihr Nettovermögen im Jahr der Pandemie 2020 um 1,8 Billionen Dollar, US-Dollar oder beziehungsweise um 31% steigern. Das ist der größte Anstieg, den es jemals zu verzeichnen gab, der dem Bloomberg, dem Milliardärsindex, führt. Also Rekordanstieg für die Millionäre, Milliardäre nach oben, eigentlich Milliardäre sogar. Und zugleich in der vergangenen Woche auch gemeldet, dass habe ich es vergessen? Nein, habe ich nicht vergessen, dass die Armutsquote in den USA den höchsten Stand seit 50 Jahren erreicht hat. Also zugleich die Armutsquote steigt stark nach oben in den USA, höchster Stand seit 50 Jahren. Auch die Kinderarmutsquote sehr hoch und im gleichen Jahr aber die Milliardäre, die ein Rekordwachstum hingelegt haben, weil sie eben natürlich dementsprechend stark auch am Aktienmarkt bzw. dort an der Entwicklung profitieren können. Die ganzen kleinen Normalos, die versuchen jetzt mit aufzuspringen mit viel hohen Kursvolumen in irgendwelche Zockerwerte und werden vermutlich nicht die großen Gewinner sein. Also Vermögensungleichgewichte auch vor allem durch die Geldflut natürlich weiter angetrieben, angeheizt, obwohl ja, Jerome Powell, der Fed-Chef, immer wieder beteuert, erst da die Vermögensungleichgewichte abzubauen. Man muss sagen, 2020 hat es nicht sonderlich gut geklappt. Dort sind neue Extremwerte erreicht wurden. Und da gibt es eben auch Extremwerte, wenn wir zum Buffett-Indikator blicken, also BIP-Entwicklung, zum Marktkapitalisierung hier für den gesamten US-Markt. Grün ist die BIP-Entwicklung zu sehen und blau ist das US-Market Gap, gesamte US-Market Gap, gesamte US-Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung zum BIP liegt jetzt bei 195%, absolutes Rekordniveau gab es so noch nicht. Vor einem Jahr, also im Februar 2020, standen wir noch bei 158%, also ein ordentlicher Anstieg. Beziehungsweise zur Jahrtausendwende, Jahr 2000, Dotcom-Bubble, standen wir bei 150%. Also ordentlich zugelegt, ordentlicher Rekordwert. Jetzt ist man ganz günstig dabei. Möchte man meinen, über die Exzesse bei den Nebenwerten, Penny-Stocks, Most-Charted-Stocks oder irgendwelchen Pseudo-Krypto, gibt ja keinen Tag, wo nicht eine neue Kryptowährung auf den Markt kommt, hatten wir häufig thematisiert. Hier mal der Blick zu den letzten Börsengängen, wo auch ja das Niveau
Wem wundert's, von Jahr 2000 erreicht wird, also Dotcom-Bubble-Niveau. Jetzt 80% aller Unternehmen, die den Börsengang gewagt haben, sind nicht profitabel, können keine Gewinne vorweisen. Das gab es nur einmal und das gab es eben zum Peak der Dotcom-Bubble. Und ja, das sind eben die Extreme, die uns aktuell begleiten. Ist ja kein Tag, wo es hier keine neuen Rekorde zu vermelden gibt. Denn der Index von Goldman Sachs, der nicht profitablen Tech-Werte, auch ein neues Allzeithoch erreicht. Auch Jahresperformance von 250%, deutlich besser als der S&P 500. Also Hauptsache irgendwo rein, wo man Fantasie sehen könnte. Hier ist Fantasie, ich kann schnell reich werden. Das ist aktuell gefragt. Eine seriöse Anlage ist das wahrlich nicht mehr. Auch sogleich schießt natürlich das Call-Optionsvolumen immer zu neuen Rekorden auf. Man möchte dabei sein, möchte jetzt auf den fahrenden Zug rauf. Oh, man hört ja von Wall Street Bets, die hier irgendwelche Nebenwerte, die eigentlich Schrott sind, nach oben pushen. Von neuen Kryptowährungen, da muss ich jetzt dabei sein. Ich muss hier rein, ich kaufe Call-Optionen und möchte am besten direkt innerhalb von 14 Tagen ein reicher Mann oder eine reiche Frau sein. Passend dazu habe ich das auch gefunden in dieser Woche bei 9gag. Also es ist so ein sehr populäres Meme-Portal, auch für die jungen, ja, sind nur Junior, sind viele dabei, aber doch primär junge Menschen, die sich dort aufhalten. Sehr populär. Und die haben jetzt einen neuen Bereich für die Kryptowährung eingerichtet, dass man jetzt Memes zu den Kryptowährungen dort posten kann. Auch die eigenen Hunde-Kryptowährung, Pseudowährung, aber schon, ich glaube, 8 Milliarden US-Dollar noch kapitalisiert. Verrückt, obwohl es eigentlich wertlos ist. Aber das wird dort gepusht. Also diesen extrem jungen, wirklich nicht sehr auf börsenaffinen Publikum, die sich dort ihr Unwesen treiben und förmlich im Minutentakt ihre Memes zu der Thematik raushauen. To the moon, halten bis zum Schluss diese Kryptowährung unter dieser Währung. Es gibt ja es schon so viele und alle haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Also hier auf solche Portale, sehr populäre Portale, die absolut nichts mit der Thematik zu tun haben, wird hier gepusht, als ob es keinen Morgen gibt. Sehr interessant. Ich hatte ja auch Bild.de erwähnt, ist nun auch nicht unbedingt so ein Wirtschaftsformat, eine Börsenzeitung, aber ich habe wirklich nachgeguckt, jede Woche, wo ist eine Meldung zum Aktienmarkt? Und jeden Tag gab es eine Meldung, ob nun welche Tech-Werte jetzt noch sehen, welche ETFs die meisten Prozente bringen, immer auf der Startseite ist. Das ist auch so ein Zeichen. Wenn jetzt alle dabei sein wollen, auch die wenigstens mit Börse zu tun haben, dann stimmt irgendwas nicht. Und da müsste man sich fragen, in welcher Marktphase, in welchem Zyklus wir uns denn bewegen. Hier ist nochmal der Markt zyklisch zu sehen. Es gibt ja doch viele, die sagen, wir haben im vergangenen Jahr den Bärenmarkt gesehen. Es war halt ein sehr schneller mit Rekorden an den Aktienmärkten. Aber es war der Bärenmarkt und jetzt beginnt der neue Bullenmarkt. Deswegen steigen jetzt alle rein und wollen jetzt auf dem fahrenden Zug dabei sein. Und hier ist nochmal der Marktzyklus zu sehen und die Frage, wo befinden wir uns? Befinden wir uns wirklich ganz unten am Bullenmarkt, wo sich mal alle ihre Wunden lecken? Keiner möchte reingehen. Die Privaten sind die Letzten, die ja am Ende, am Tiefpunkt reingehen. Ja, die sind alle raus. Die wollen mit Aktien nichts mehr zu tun haben, mit der Börse nichts mehr zu tun haben. Oder sind wir in einer Euphoriephase, wo alle dabei sein wollen? Egal was, keine seriöse Anlage. Man sucht irgendwelche Werte aus, die nach Fantasie klingen, wo ich dann schnell reich werden kann. Am besten gehe ich mit Hebel rein, mit Call-Optionen, also in Werte, die ich gar nicht kenne, die ich gar nicht verstehe. Stehen wir dort oder stehen wir dort am Anfang, wo jetzt Investoren reingehen und die wahren Werte suchen? Das ist wirklich die Frage, das muss man sich hinterfragen. Ich glaube, wir stehen ziemlich nah an, ich werde jetzt reich, auf den ganz oben der Euphorieniveau, auf dem Euphorieniveau und wo jetzt jeder reingehen möchte, 9gag sei erwähnt, jeder mit dabei sein möchte und sich irgendwelche Fantasiewerte heraussucht, sich dort reinhebelt. Und ja, dort nun sehr schnell keine seriöse Anlage sucht, sondern sehr schnell innerhalb weniger Tage den ganz großen Deal mitnehmen möchte. Also das ist die große Frage. Ich glaube nicht, dass der Bullenmarkt von 2009, der Notenbank-Bullenmarkt, so nenne ich ihn einfach mal, seitdem läuft die ultralockere Geldpolitik. Ich glaube nicht, dass dieser beendet wurde, sondern dass der immer noch weiterläuft. Das war eine scharfe Korrektur. Das sind typische Zeichen von Korrekturen. Wenn man stark runterfällt und dann schnell wieder hochgekauft wird, das ist eine Korrektur am Bärenmarkt.
Der ist langwierig und der lässt wirklich Spuren zurück. Vor allem sind dann die ganzen Neuansteiger nicht mehr an der Börse. Die wollen damit nichts zu tun haben und die wollen erst recht nicht irgendwie zocken auf historisch teurem Niveau. Das gehört eher zur Euphoriephase. Auch die Euphoriephase, die kann eben auch Extreme erreichen, sehr steil nach oben ansteigen. Aber es sieht aktuell sehr danach aus, dass wir in genau solcher Euphoriephase sind. Egal wo, egal wie, egal wie stark und ob mit Hebel oder nicht. Wir müssen rein, Augen zu und durch. Egal wie der Wert heißt, weiß ich vielleicht noch nicht mal. Das klingt etwas danach. Gut, aber das war ein bisschen das Wort zum Samstag. Wir haben in der nächsten Woche Impulsgeber Montag. US-Börsen haben zu, muss der DAX alleine was richten. EU-Industrieproduktion wird unter anderem gemeldet. Dienstag wäre der ZDW-Index an der Reihe, Konjunkturerwartungen. Außerdem das BIP Q4 für die Eurozone. Mittwoch Einzelhandelsumsätze USA, Industrieproduktion USA und FED-Notenbankprotokoll am Mittwochabend. Interessant. Donnerstag folgt das EZB-Notenbankprotokoll. EU- oder Eurozone-Verbrauchervertrauen. Und Freitag die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe, also Industrie- und Dienstleistungssektor. Außerdem der kleine Verfallstermin. Ja, und das soll es soweit gewesen. Wenn wir gehen mal hinein in unsere Chart rein. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass wir das Muster der Vergangenheit, ne? Also das Muster der Vergangenheit, also von 2020, Crash mit Ansage ist die Frage. Schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wir haben hier zumindest den DAX seit 2015, wo er immer wieder Probleme hat, sein Allzeithoch zu verteidigen. Seit dieser Zeit, wo es auch die ultralockere Geldpolitik schon gab, wo wir solides Wachstum hatten, gab es trotzdem immer große Rücksetzer zu vermelden. Hier waren es mal 30%, hier waren es 25%, zur Pandemie waren es dann 40%. Nun stehen wir wieder hier, immer knapp über dem Allzeithoch, wenige Punkte geholt und dann doch der Rücksetzer, hat der DAX einfach Probleme, dort weiter nach oben zu laufen. Sicherlich auch strukturelle Probleme für den DAX. Aber wir schauen jetzt einfach mal hinein. Nun mal zoomen wir hier ran auf das Jahr 2020. Der Pfeil zeigt den aktuellen Tag heute an und den Tag, also hier ist heute und das ist genau der gleiche Tag vor einem Jahr. Wir haben das Broadening Top, was aktiv ist. Wir haben das knappe neue Allzeithoch geholt. Also hier wurde auch nur wenige Punkte neues Allzeithoch geholt Anfang 2020. Jetzt sind wir auch wenige Punkte über neues. Den neuen Allzeithoch drüber mit der gleichen Formation zum gleichen Zeitpunkt, identische Zeit. Und ja, hier war es dann eben Ende, na, also Ende der nächsten Woche wäre es, also am 20. Februar kam dann der Abverkauf. Damals haben wir nochmal einen Spike nach oben gesehen, nochmals Allzeithoch geholt. Damals hat man die Pandemie gefeiert. Hurra, wird nicht so schlimm, die Notenbanken dann Gas geben. Wir kriegen Stimulusprogramme, das ist so super. Das hat man gefeiert. Und jetzt haben wir auch schlechte Nachrichten alle ausgeblendet. Letzte Woche gab es eigentlich auch keine guten Nachrichten. US-Arbeitsmarkt äußerst schwierig. Verbraucher sehr pessimistisch. Und ja, dass man auf das Vorkrisenniveau erst Anfang nächsten Jahres 2022 erreichen wird. Aber wir haben schon sonst was eingepreist. Also aktuell auch hochziehen in einer starken Euphoriephase von einer Euphorie, die fundamental nicht begründet ist, stehen wir auch wieder auf einem knappen neuen Allzeithoch. Und wenn wir jetzt zum 20. 20. wäre jetzt hier auch der kleine Verfallstermin anlaufen, das Muster fortsetzen, dann müsste ja eigentlich eine Korrektur anstehen, wenn denn der Crash mit Ansage, den es de facto nicht gibt, muss man sagen, wenn es denn wirklich alle berichten, dann kommt sowas nicht. Bisher berichten es nicht, viele Bewerber sind alle sehr gierig, aber wenn das Muster Bestand hat, dann könnte es sein, dass wir Ende Februar bzw. Ende der nächsten Woche schon hier einen Gipfel ausgebildet haben und dann zumindest eine Korrektur übergehen könnten. Mal sehen, einem ähnlichen Muster der letzten 5 Jahre seit 2015, wo man ja nicht so eine Pandemie im Rücken hatten, da hat man ja nur einmal 2020, dann dürfte es sogar bis in den Zehntausende-Bereich gehen, wenn das Muster der vergangenen der letzten 5 Jahre, 6 Jahre eigentlich jetzt schon Bestand hat und vor allem auch das Muster zum letzten Jahr, was sehr ähnlich ist, nicht nur von den charttechnischen Formationen, sondern auch vom Faktor Zeit, was identisch ist, ein identischer Verlauf, dann müsste es in der nächsten Woche, dann Ende der nächsten Woche spannend werden. Heißt aber auch, wir könnten nochmal ein neues Allzeithoch sehen. Hat man hier ja auch gesehen, nochmal hochgespiked. Hurra, hurra, die Pandemie kommt. Hurra, wir kriegen eine große Rezession. Gefeiert, gefeiert und dann, ach, zieht sich doch etwas hin. Und dann kam die Notenbank mit All-in, mit historischer Geldflut. Nun stehen wir wieder auf dem Allzeithoch.
wieder ein Jahr vergangen und mal sehen, ob man es ähnlich wie seit 2015 wieder den heftigen Abverkauf sind. Diesmal muss man sagen, wäre er sogar durchaus begründet, weil man sehr viel eingepreist hat, was es so nicht gab. Also Freitag könnte interessant sein, dieses Muster bleibt auch sehr interessant. Hier auch die Verbindungslinie der letzten Allzeithochstände zu sehen. 13,9 ist ein bisschen die wichtige Zwischenzone. Oberhalb kann man ja so großen keine Oberkante. 14,4, 14,6 weiterlaufen, wenn das Muster nun keinen Bestand hat und wir nicht hier wieder runterfallen, nachhaltig durch die 13,9, dann ist der Weg eher hier oben nach oben geebnet, Richtung 14,4 und 14,6 auf der Unterseite. Dann, falls wir durch mit Schwung durchfallen, dann ist durchaus auch eine starke Korrektur möglich. Also das ist das Bild aus der Vergangenheit, wollte ich jetzt mal ein bisschen vorschieben, ob das nun eintritt. Ja, wir werden es vermutlich in den nächsten 14 Tagen wissen. Ja, wir haben auch den kleinen Verfallstermin, hatte ich schon kurz angesprochen. Der wäre nächste Woche. Der hat letztendlich nur größere Positionierung um 13.000 und um 15.000. Sieht es nicht so aus, dass wir diese anlaufen werden. 13.000, das wäre höchstens die Gefahr, wenn ein großer negativer Impuls hereinkommt. Dass wir einen Abverkauf sehen, dann wäre das brenzlig, könnte man im Hinterkopf behalten, wenn wir einen scharfen Abverkauf bis Freitag sehen, an der 13.000 sehen oder runterfallen, dann kann es eine Beschleunigung geben, weil die Stillhalter sich absichern müssen, dass es dann wirklich ein Crash-Niveau wäre, aber wir stehen 1000 Punkte entfernt und man sollte es einfach im Hinterkopf behalten, ab 13.000 gibt es große Positionierung, wenn wir dort vor dem Fallstermin hinfallen, kann es sein, dass diese Bewegung beschleunigt wird. Ansonsten neutral betrachtet, hier in diesem Bereich bewegen wir uns ja am 14.000. Kleine Positionierung, aber alles oberhalb der 14.000 überwiegen eben die Call-Optionen, die ins Geld laufen würden. Nun müssten die Stillhalter sagen, ja, so ganz große sind jetzt kleine Positionierungen, aber wirklich Interesse habe ich nicht, dass man tief in die 14.000 hineinläuft. So kann es eben sein, dass die Stillhalter vielleicht etwas deckeln. Jetzt, wenn das Volumen eh dann geringer ein bisschen ist, US-Indizes Montag auch noch zu, kann man vielleicht leichter bewegen. Also es sind keine großen Positionierungen mit Ausnahme der 13.000, aber oberhalb der 14.000 haben die Stillhalter auch nicht so großes Interesse, sehr weit zu laufen, um dann hier auch aus ihrer Tasche dann zu bezahlen. Also es kann sein, dass hier vielleicht etwas gedrückt wird, obwohl der DAX auf Ausbruchniveau steht. Hier gucken wir uns kurz die Wochenperformance an. War ja auch schon interessant. Der DAX hat in der Vorwoche seine Flagge aufgelöst. Kaufsignal. Und was hat er hingelegt? Das ist seine Woche hier gewesen. Letztendlich null Performance. Hat, glaube ich, 7 Punkte, hat er Minus geschlossen. Die US-Indizes hingegen blau, Nasdaq 100, gelb der S&P 500. Die haben neue Allzeithochstände geholt. Also die US-Börsen haben wieder gepusht. Der DAX hat ein Kaufsignal und hat es nicht genutzt. Er hat wieder seine Null-Performance hingelegt. Das Underperformer, das war auffällig in der vergangenen Woche. Vielleicht ist es auch etwas der Verfallstermin, der hier schon etwas wirkt. Etwas früh, aber könnte ich mir vorstellen, dass man einfach ein bisschen schon deckeln möchte, dass er nicht zu weit läuft. Übergeordnet habe ich dieses Bild auch mal seit Mitte der 1990er Jahre S&P 500 gelb zu sehen, darunter der DAX und blau ist Nasdaq 100, also der sehr weit davon gerannt ist und noch beschleunigte jetzt seit 2020 zum breiten Markt eine riesige Divergenz ausgebildet hat, größer als damals zur Dotcom-Bubble, die hier zu sehen ist, hier ist die Finanzkrise zu sehen und jetzt, ja, Notenbankhäuser, nennen wir es Notenbank-Bubble, noch mit einer riesigen Divergenz. Die Frage folgt hier die Anpassung wieder, dass sich der breite Markt hier mit den Techs wieder kurz anpassen kann, dass diese sich beide annähern, auch zur Finanzkrise haben wir das gesehen. Oder geht die Schere jetzt endgültig vollkommen auseinander? Ich hatte es ja gesagt, die nicht profitablen Tech-Unternehmen mit einer Jahresperformance von 250%. Unglaublich. Man braucht keine Gewinne, man braucht nur Fantasie. Das gab es genau hier auch schon mal. Das ist so verrückt, dass alle Börsengänge, 80% aller Börsengänge haben noch nicht mal Gewinne erwirtschaftet. Noch nie. Ja, so stehen wir wieder da, haben so eine riesen Divergenz aufgebaut. Und diesmal, wir erinnern uns an den Marktzyklus ganz oben, Euphorie, diesmal ist alles anders. Einer der Sprüche und ich werde reich. Mal sehen, ob diesmal alles anders ist oder ob hier doch mal dann wieder eine Anpassung stattfinden wird. Was immer typisch war, es hat eigentlich Jahre gebraucht. Solche Bewegungen dauern Jahre und nicht wenige Wochen oder Monate. Also diese Divergenz ist auffällig und die Frage stellt sich, ob diese wieder geschlossen wird, so wie in der Vergangenheit auch. Was haben wir noch? Wir haben mal den Nasdaq 100, den habe ich auch auf tradingportal.net im Premium-Bereich schon mal gepostet. Das ist der Jahresstart seit 1995.
Könnte man ja auch nur von mir als Trendkanal erkennen, wo wir jetzt die Oberkante erreichen. Interessant finde ich aber seit 2009, dass man nur grüne Jahreskerzen ausgebildet hat. Außer eine Ausnahme, die war 2018 und selbst dann war es eine mini-rote Kerze. Man hätte ja meinen können, okay, seit 2009, das war 2009, okay, Notenbankhäuser, die Geldpolitik wurde extremst gelockert, Liquiditätsflut. Aber warum das Jahr der Pandemie nicht rot? Das kann doch nicht sein. Ne? Mit der großen Rezession. Hier ist das Jahr der Pandemie, ist eine riesige grüne Kerze geworden. Hurra! Was Besseres hätte nicht passieren können. Okay, die Tech-Werte, viele Tech-Werte haben natürlich profitiert, gerade die ganz großen, die schlucken ja quasi alles. Aber hier ausgerechnet 2018, die einzige rote Kerze in den letzten, ja, Seiten 2009. Was war denn da? Um Gottes Willen, muss ja was ganz Schlimmes gewesen sein. Ja, da wurde Jerome Powell Fed Präsident und er ist angetreten, um die Notenbankpolitik wieder zu normalisieren. Tapering war das Stichwort, wovon er keine Angst hat, hat er bei der letzten Fed-Pressekonferenz gesagt. Da hat das Tapering angetrieben für wenige Wochen, also also Anleihekäufe zu reduzieren, QE reduzieren. Ja, und das kam gar nicht gut an am Markt. Wir haben gleich Verwerfungen gesehen. Wie gesagt, die erste rote Jahreskerze beim Nasdaq 100. Er musste es sofort negieren, nicht nur stoppen, er musste die Anleihekäufe wieder anfangen. Und wenn er jetzt sagt, er hat keine Angst vorm Tapering, er hat gute Erfahrungen damit gemacht, da frage ich mich. Also aus der letzten Pressekonferenz als Fed-Chef hat er keine gute Figur gemacht, hat wirklich kuriose Antworten gegeben, hin und her gestottert. Der wurde wahrscheinlich etwas überrascht von den wirklich harten Fragen, die war, glaube ich, nicht gewohnt. Und er hat gesagt, Tapering hat er keine Angst, können wir ohne Probleme durchführen. Das hat es eigentlich gezeigt. Die Normalisierung der Geldpolitik wurde hier probiert an der einzigen roten Jahreskerze und ist fulminant innerhalb weniger Wochen gescheitert. Und seitdem nur noch mehr Schulden zu immer weniger Geld ist das Motto. Ja, die Frage, wie das weitergehen soll. Seit 2009 Nasdaq 100 nur grüne Jahreskerzen. Selbst zur Pandemie eine richtig dicke grüne Jahreskerze draufgebaut. Die einzige rote war, wo die Fed versucht hat, die Geldpolitik zu normalisieren. Ja, das ist auch dann die einzige Gefahr anscheinend für den Markt von den Notenbanken kommen kann. Ob nun eine Rezession kommt, egal, da gibt es ja noch mehr Notenbankgeld. Aber wehe, ist es mal anders, wehe, die Inflation zieht vielleicht an und die Notenbank muss in die andere Richtung, muss reagieren. Das wäre meiner Meinung nach die größte Gefahr, die dem Markt droht, wenn eben das billige Geld, was immer mehr, immer stärker in den Markt fließt, plötzlich versiegen oder versiegen muss. Also das war interessant hier, also seit 2009 nur grün, außer einmal. Und hier haben wir auch nochmal Nasdaq 100, diesmal als Monatschart, jede Kerze einen Monat, hier ist die Dotcom-Bubble zu sehen. Und hier ist eben die Notenbankhäuser, da haben wir ja den Aufwärtstrendkanal gehabt, hier Notenbankhäuser, Aufwärtstrendkanal haben wir zur Pandemie auf der Oberseite durchbrochen, weil so super ist, auf der Oberseite durchbrochen, nochmal bestätigen, zurückgelaufen, dann nochmal raus beschleunigt. Es passt eigentlich zu gut zu einer Euphoriephase, aber eben, das tun wir nochmal zurück, das ist das Tückisch an der Euphoriephase. Jeder weiß, das wird nicht mehr gut gehen, diese Zockerei. Das wird ein Ende finden, aber bitteschön, wann? Und hier gucken wir uns mal kurz hier rüber, schauen wir mal zur Dotcom-Bubble. Die letzte Euphoriephase war vertikal nach oben. Ja, das passt eben auch zu so einer Euphoriephase. Und so richtig vertikal, okay, man sieht es, den vertikalen Ansatz erkennt man schon, dass es hier wirklich immer steiler wurde mit eben auch der Pandemie. Hier war Pandemie. Und wurde sie aufgekauft, ging es wirklich steil nach oben. Aber man kann sich auch vorstellen, hier, dass man hier nochmal ordentlich was draufsetzen kann. Ne? Wenn man das den Vergleich jetzt hat zur Dotcom-Bubble, so richtig vertikal ist das noch nicht. Es kann noch vertikaler werden. Also das ist das Tückische an so einer Euphoriephase. Ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt zum Beginn eines neuen Bullenmarkts stehen, dass wir einen Bärenmarkt gerade abgeschlossen haben. Beim besten Willen, es ist für mich kein Bärenmarkt, wenn wir auf der Oberseite ausbrechen. Auf der Oberseite ausbrechen und durchziehen, ist das eher eine Beschleunigung. Und dass wir eher eine Euphoriephase sind, aber diese eben, ja, hat eben vertikalen Charakter. Und da zu sagen, ja, nach 3% fällt dann ein Stein nach unten, diesen Wechsel zu sehen, ist ganz schwer. Der kann eben extrem nochmal nach oben gehen. Und hier könnte man auch meinen, dass es noch spitzer werden könnte. Um jetzt mal den Bullen etwas Hoffnung zu geben. Das ist das Nasdaq 100. Wir gehen mal jetzt in den S&P 500, US-Indizes.
schneiden wir nur ganz kurz an. Da gibt es auf tradingportal.net im Premium-Bereich gibt es dazu ausführlich die Chartbilder. Hier nur ganz kurz. Hier ist der Nasdaq 100 im Aufwärtstrendkanal seit November 2020. Und wir sind wieder an dem Hangelmodus angekommen. Am Freitag nochmal neues Allzeithoch geholt. Warum auch nicht? Verbrauchervertrauen war so schlecht, da musste man nochmal jetzt ein Allzeithoch holen. Aber das ist eben ein bisschen der Hangelmodus hier an der Oberkante entlang. Und es stellt sich die Frage, ob wir vielleicht eine Konsolidierung einleiten könnten. Wie hier zuletzt auch immer am mittleren Bollinger Band entlang, was ihr hier so grau sehen könnt, war ein bisschen der Standard Long Trigger. Ne? Allzeithoch, Bollinger Band anlaufen, Long Trigger wieder hoch, neues Allzeithoch, mittleres Bollinger Band, Long Trigger nochmal hoch, Allzeithoch, mittleres Bollinger Band, Long Trigger. Das Muster der letzten Wochen, eigentlich schon Monate. Allzeithoch, mittlere Bollinger Band, Allzeithoch, mittlere Bollinger Band. Hier hat nochmal ein bisschen gekämpft zum Monatsabschluss, aber schnell wieder hochgezogen, am besten per Aufwärtsgap. Und wieder hoch zur Oberkante, zum Allzeithoch. Jetzt wieder hier im Hangelmodus, hat man ja zuletzt hier dann auch im Januar. Jetzt sind wir wieder dort angekommen, nicht durchgebrochen. Es steht zumindest ein bisschen im Raum, dass die US-Indizes eine Konsolidierung hier runter einleiten könnten. Zum mittleren Bollinger Band wieder. Zum Longträger. Minimal ist er immer noch super steiler Aufwärtstrend. Aber das steht ein bisschen im Raum, dass man hier mal runterfallen könnte, dass man etwas konsolidiert. Danach kann ja wieder der Angriff auf das Allzeithoch erfolgen. Nur wenn wir hier mal durchrutschen würden, hier ist es ja fast passiert, aber nachhaltig, dann könnte das Muster mal brechen. Wir könnten eine größere Korrektur sehen. Meistens passiert das dann innerhalb von ein, vielleicht sogar 2 Tagen, aber es kann ganz schnell mit einer ganz großen Tageskerze dann passieren, dass da keiner so schnell reagieren kann. Also US-Markt, S&P 500. Trendbegrenzung, Trendkanal vom November, Oberkante angekommen, Muster der letzten Wochen könnte heißen, Konsolidierung steht an, aber eine sehr bullische Richtung mittleres Bollinger Band, dort wieder typischer Long Trigger. Im normalen Marktumfeld wird es dann wieder hochgekauft, Richtung Allzeit hoch. Also das wird der US-Markt gewesen sein. Mehr gibt es, viel mehr sowieso, gibt es auf tradingportal.net Premium, ein Zehner im Monat. Knappen Zehner. Ich denke, das ist wirklich nicht viel. Wer mich da auch ein bisschen unterstützen möchte, kann da gerne dabei sein. Von früh bis abend wird dieser Bereich moderiert und mit Chartbildern versorgt. Das ist, glaube ich, ein sehr günstiger Preis. Aber genug von der Werbung. Wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt in den DAX-Quartalschart hinein. Jede Kerze stellt ein Quartal dar. Sind wir jetzt beim DAX quasi angekommen. Hier ist die Dotcom-Bubble mit der Rezession dazu. Hier ist die Finanzkrise mit der Rezession dazu. Hier ist eben die Notenbank Hosse, die ultimative Geldflut, die meiner Meinung nach kein Ende gefunden hat. Also die Hosse, die Geldflut auch noch nicht. Beides nicht. Und da sind nun die einzelnen Quartale auffällig. Sage ich euch auch jede Woche. Ist eben der Faktor Zeit und auch die Dimensionen, die Dotcom-Bubble Peak 2000 mit vielen Parallelen mittlerweile die heutige Zeit. Tiefpunkt wurde 3 Jahre später gefunden und dann nochmal 4 Jahre später waren wir erst auf dem Vorkrisenniveau. Also ein richtiger Bärenmarkt, der ist nicht abgefrühstückt innerhalb von 3 Monaten. Ne? Der tut weh und schüttelt alle Privaten raus. Die kaufen hier unten nicht. Da geht ein Herr Buffett geht dort rein. Die kaufen dort unten. Und die Privaten kaufen dann hier wieder. Da haben wir hier die Finanzkrise. Endlich erholt. Oh, wir kriegen das Allzeithoch. 2007, 2008, 2009 Tiefpunkt, 2013 dann wieder das Vorkrisenniveau, also sehr, sehr träge, sehr lange gebraucht. Und dann eben hier oben Notenbank Kosse, wo der DAX aber seit 2015, das hatten wir ja nun schon angesprochen, doch Probleme hat, sich hier trotzdem abzusetzen, neue Allzeithochstände auszubilden, zu halten vor allen Dingen. Ne, hat immer wieder abverkauft, wurde hier 25% im Durchschnitt, hier sogar mal 40%, obwohl das Geld fließt. Das sind eher strukturelle Probleme beim DAX. Wir haben eben nicht die großen Fantasie-Tech-Werte. Wir haben dann eher mehr klassisch aufgestellt und das zieht heutzutage eben nicht mehr. Aber neues Allzeithoch in der Pandemie, innerhalb der Rezession haben wir trotzdem geschafft. Auch innerhalb des Lockdowns ist wichtig, dass man nach jedem Lockdown-Verlängerung haben wir erstmal einen schönen dunkelgrünen Tag gehabt beim DAX. Das gehört auch zu dieser Zeit. Hier haben wir die Verbindungslinie, letzten Allzeithochpunkte bei 13.900. Dort mühen wir uns ja nun wirklich schon das ganze Jahr ab, so seit Ende Dezember. Oberhalb
würde sich das Bild auffällen, hier zur Oberkante dieser Keilbegrenzung steigender Keil, eigentlich bärischer Natur und eigentlich sind wir in dem Bereich, wo er aufgelöst werden müsste, übergeordnet große Formation, immer mit Vorsicht versehen, denn so eine Auflösung hier wird ja extreme Verwerfung mit sich bringen. Der DAX darf de facto nicht unter 8.100 fallen, da sind wir zur Pandemie, Panik, Verkauf sind wir fast hingefallen zu diesem Bereich. Dort darf er nicht durchfallen, ansonsten haben wir wirklich, da haben wir einen sehr, sehr, sehr harten Bärenmarkt. Da hätte man dann wirklich einen ganz bitteren, aber wir hatten halt auch einen historischen Bullenmarkt, muss man auch sagen. Vielleicht folgt er nach einem historischen Bullenmarkt, der natürlich niemals enden wird, der geht immer weiter. Könnte, vielleicht folgt er auch ein historischer Bärenmarkt, kann ja sein. Genug heiße Luft wurde reingepumpt. Ja, also das ist der Bereich, wo wir hier oben stehen, 13.900, oberhalb. Die Bullen klar im Vorteil Richtung 14,4 zu laufen, haben die Verbindungslinie bis von den letzten Quartalen genau bei 14,4. Das obere Bollinger Band bei 14.400, auch untergeordnete Zielformation, schauen wir uns gleich an, 14.400 eine Zielzone, also oberhalb der 13,9 ist die Tür, egal was das hier, ob das eine Blasenbildung ist oder nicht, oberhalb der 13.900 ist charttechnisch die Tür bei 14.400 offen, darüber Keiloberkante. Bei 14.600. Ne? Das ist charttechnische Bild, bestätigt auch der Quartalschart, wenn wir oberhalb der 13.9 bleiben. Verbindungslinie der letzten Quartalskerzen, der letzten sämtlichen grünen Quartalskerzen und obere Bollinger Band genau bei 14.400. Eine Widerstandszone in diesem Quartal. Unterhalb der 13.900 bleibt die Sache hingegen etwas prekär. 13.6, 4.60. Wichtige erste Unterstützung. Dann ganz wichtig auch hier der rote Pfeil bei 13.000. Das ist schon übergeordnet eine wichtige Marke. Wenn wir dort durchrutschen, geht es weiter Richtung 12.5 und 12.000. Das wäre schon eine stärkere Korrektur, aber die übergeordnet, wenn wir hier mal hinrutschen, meine Güte, das ist übergeordnet gar nichts. Übergeordnet ist das, wir sind so hoch gelaufen jetzt, seit dem Tiefpunkt, seit dem Corona-Tiefpunkt hochgelaufen, dass man hier selbst auf 12.000 fallen würde, dann wäre das ja noch absolut im Bild, das wäre absolut noch kein Beinbruch, wäre das mittlere Bollinger Band, was man sowieso immer regelmäßig mal anlaufen, wäre nicht viel passiert. Erst darunter könnte die Tür zur 10.000 aufgehen, dass man die Keilunterkante ansteuern könnte, wäre die 12.000 so ein kleiner Türöffner. Also Quartalschart 13.900 ist wichtig, oberhalb 14.4 auf Quartalssicht das Ziel, darüber 14.6 sogar noch. Unterhalb der 13.900 gegen 13.6, 13.460, da waren wir schon mal auf diesem Quartal, unterhalb. Ganz wichtig, muss die 13.000 halten, geht die Tür ansonsten 12.5, 12.000 auf und wenn die 12.000 bricht, dann sehen wir uns eher hier Unterkante der Keilformation wieder. Also das ganz große Bild war seit 2005 immer wieder abverkauft, der gute DAX. Nur diesmal zieht er euphorisch mit, aber man merkt, sie hatten wieder die Underperformance in der vergangenen Woche. Der DAX wird ein bisschen vom US-Markt auch genötigt, hoch mitzulaufen. Der hat ja eigentlich viel weniger als Zeithochstände geholt. Der US-Markt hat schon sehr, sehr viele und ist auch deutlich teurer bewertet. Aber der DAX muss dann eben etwas mitdackeln. Und hier haben wir nochmal das gleiche Bild als Tagesschau, Dotcom-Bubble bis zur Finanzkrise. Dann auch die Finanzkrise. Also sehr lange Zeitebenen sind das. Das ist jetzt hier die Pandemie. Sehr klein und sofort mit Allzeithoch belohnt. Das hat normalerweise gut 5 Jahre gedauert bei den letzten Bärenmärkten. Dieser ist der Bärenmarkt halt ganz besonders gewesen. Das war halt ein ganz, ganz besonderer Bärenmarkt. Hier ist auch die Verbindungslinie 8.100, die nicht brechen darf. Ne? Tiefer darf es nicht gehen. Da kippt wirklich das ganz große Bild. Dann sehen wir uns wirklich vermutlich im 5.000er-Bereich wieder. Wir sind weit entfernt. Wir schauen hier auf das große Bild. Ich sage nicht, wir brechen zur 5.000 durch. Sage ich auf gar keinen Fall. Wir schauen. Ich bin dafür, dass wir von Tag zu Tag bitte schauen, beziehungsweise von Woche zu Woche und gucken, welche Tür aufgeht und in welchem Zimmer wir uns dann befinden und was wir in diesem Zimmer dann bitte schön alles so herausholen könnten innerhalb der Woche, wo wir denn handeln können. Aber übergeordnete Bild ist eben die 8.100, eine ganz wichtige Zone, darf man nicht hergeben, ganz dicke rote Linie. Darunter gibt es wirklich große Verwerfungen, hätten auch den steigenden Keil aufgelöst. Also das sollte bitte nicht passieren, dann stimmt irgendwas ganz mächtig nicht, wenn wir dort durchfallen würden. Hier aber nochmal gut zu sehen, seit 2005, dass man innerhalb des steilen Keils, es war noch ein Allzeithoch geholt, aber immer wieder abverkauft worden, 2015 immer wieder abverkauft worden, obwohl wir da solides Wachstum hatten, ne, hatten es keine Pandemie im Rücken, keine Rekordrezession, sondern solides Wachstum und trotzdem sind wir 25-30% nach unten gerauscht, haben Probleme, das Allzeithoch zu verteidigen. Das stehen wir wieder hier, hier ist nochmal das zu sehen, das letzte Jahr mit der ähnlichen charttechnischen
ja, Grundausstattung, knappes Allzeithochgurt, Broadening Top. Damals sind wir durchs Broadening Top durchgerutscht, was sowieso schon durchs Weiß zu weit aufgeht. Sehr, sehr große Entfernungen sind danach aufgelöst. Zielzone erreicht, war natürlich ein heftiger Abverkauf von 40%. Der kommt nicht impulslos. Dafür braucht es einen Impuls. Es braucht einen schwarzen Schwan oder ähnliches. Jetzt stehen wir zumindest wieder da und Ende, also des 20. Februar war hier der Abverkaufsbeginn. In der nächsten Woche wäre es der kleine Verfallstermin, da wären wir dann auch da und mal sehen, ob das Muster denn irgendwie bestand. Das muss ja nicht so ein Abverkauf sein, aber vielleicht ist es ja mal eine Korrektur. Und wenn wir nur das Broadening Top durchlaufen würden, dann wären wir schon bei 11.000 im 11.000er Bereich. Also wir haben halt sehr viel eingepreist. Mal sehen, wie das fortgesetzt werden kann oder ob man doch den Weg zur Oberkante suchen. 14.4, 14.6, die nächste Woche kann das schon klären. Was haben wir denn noch? Wir haben jetzt den Monatschart, DAX-Monatschart mit der aktuellen DAX-Monatskerze. Können wir auch nochmal 2015 sehen, den Abverkauf. 2018 hier den großen Abverkauf. 2020. Nun sind wir wieder hier oben angekommen. Und ja, 13,9 ist die Verbindungslinie der letzten Allzeithochpunkte. Wichtiger Bereich. Zoomen wir mal ein bisschen rein, damit wir das deutlicher sehen können. Oberhalb hatten wir so eine ganz kleine Verbindungslinie aus 2018, die war bei 170. Das war der erste wichtige Widerstand. Haben wir in der vergangenen Woche wirklich punktgenau erreicht, gleich zum Montag und dann zurückgefallen und nicht mehr ansatzweise wieder hingelaufen. 100 Punkte unterhalb sogar geschlossen, obwohl die US-Indizes Tag für Tag neue Allzeithochstände geholt haben und der DAX auf Ausbruchniveau stand. Also das ist schon auffällig, dass der DAX einfach nicht will, aber er immer genötigt wird. Das müsste man eigentlich mal irgendwo melden. Also diese Verbindungslinie 170 hat gehalten bisher und sie steht jetzt dazwischen. Oberhalb wäre hier aber nochmal auch so eine kleine Verbindungslinie bei 330 wäre das und dann eben hier die 400, das rechnerische Ziel, sehen wir uns gleich an von der Flagge, wäre dort dann zu finden. Also oberhalb der 14.170 wäre dann ein nächster Sprung möglich um gut 150 Punkte, 330 und danach die Zielzone 400, 445, 475. Das ist schon nächstgrößere Widerstandsbereich, den wir dann hätten. Mal sehen. Also die 170 nächste Woche durchaus interessant, ob wir durchziehen können. Das heißt aber auch, die US-Indizes, wir erinnern uns kurz an den S&P 500, der ja oberhalb seines Trendkanals steht, dann müsste er oben durchbrechen, nochmal beschleunigen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal irgendwelche schlechten Daten. Vielleicht fallen die Einkaufsmanager schlecht aus. Wäre dann die Hoffnung, Stimuluspaket wird größer? Vielleicht, ja. Und die Notenbankpolitik bleibt bis 2075 unberührt. Ja, dann hätten wir nochmal Freude und könnten hochschießen. Dann könnte man Oberseite noch beschleunigen. Euphoriephase, noch vertikaler. Ja, das müssten wir dann so sehen, ne? Also 170. Muss jetzt seriös die Sache abzuarbeiten. 14.170 wichtiger Widerstand oberhalb 330 und die Tür zu 400 offen, hätte aber Zeit durchaus dann für 2 Wochen. Unterhalb der 170 steht die Spanne zu 13.900. Wenn wir uns dort nicht absetzen können, wieder runterfallen, dann kämpfen wir nun schon seit dem zweiten Monat an der 13,9. Ja, dann könnte vielleicht wirklich mal ein bisschen Druck auf der Unterseite erfolgen. Neutral wäre hier auf Monatssicht 13,9 Richtung 13.000. Hier ist der Aufwärtstrendkanal von Pandemietief. Wäre es ziemlich genau bei 13.000 und 13.000 wäre horizontal auch ein wichtiger Support. Also hatten wir auch im Quartalschart gerade gesehen, 13.000 erste wichtige übergeordnete Marke und unterhalb der 13,9 wäre das neutrale Bereich über die 13,6, 4,60, 13.310 zur 13.000 wäre das die neutrale Spanne. Erst darunter droht die Eintrübung. Wenn es bis nächste Woche erfolgt sogar, dann zusätzlich beschleunigt durch den kleinen Verfallstermin und Sicherungsgeschäften der Stillhalter könnte es dann ziemlich schnell sogar in den 12.500er Bereich weitergehen. Aber dann braucht es irgendeinen Impuls. Nur wenn es passiert, wir Abwärtsdynamik sehen, fühlt euch an diese Worte erinnert, dass wir noch den kleinen Verfallstermin haben mit ziemlich großen Positionierungen um 13.000. Das ist einfach nur als Erinnerung. Also 13,9, oberhalb der 13,9 müssen wir uns aber erstmal keine Gedanken machen. Steht die 170 und danach die 330 und die 400. Wir gehen jetzt in den Wochenchart hinein. Mit der aktuellen DAX-Wochenkerze ein bisschen hinterherkommt, wie so ein Hangman, hatte sich angedeutet, hatten wir auf tradingportal.net Bremen auch schon angesprochen und diskutiert und ist am Ende auch so eingetreten. Hier hat man die Flaggenauflösung aus der Vorwoche
Flaggenziel wäre bei 14.400 und haben wir dies nicht wirklich gut aufgegriffen der letzten Woche, obwohl die US-Indizes wieder mit neuen Allzeithochständen bis zu ihren nächsten Widerständen gepusht haben, hat er nicht ganz mitgemacht. Ist es der Verfallstermin, der hier schon etwas wirkt, ist die Frage, oder ist er allgemein der Underperformer? Aber wir haben die neutrale Wochenrange wirklich super abgearbeitet. Es waren hier die 170, die Verbindungslinien, die wir eben schon thematisiert haben, haben wir wirklich punktgenau 169,49 war der Hochpunkt, haben wir abgearbeitet, dann runtergefallen zur Ausbruchszone. Hier ist die Flaggenunterkante erreicht, da war ein Gap, das mittlere Bollinger Band war dort auch erreicht und verteidigt. Eigentlich ein sehr neutraler Abschluss und am Ende, ja, bei so einem neutralen Wochenrennstand sucht man sich dann auch die passende Kerzenformation heraus und der Hangingman lag so ein bisschen in der Luft und dann hat er diesen auch ausgebildet. Ist kein ganz sauberer Hangingman, aber ein bisschen kommt er daher. Und wenn wir nun Schwäche sehen, ja, dann könnten vielleicht die Bären auch etwas hoffen. Aber zumeist ziehen die nächtlichen Future dann doch mal an. Montag, nicht zu vergessen, sind die US-Börsen geschlossen. Dann muss der DAX ein bisschen alleine was machen. Bei dünnem Volumen kann man den vielleicht auch etwas pushen. Ja, und die nächste Wochenkerze wird somit hier reingesetzt. Und ja, die Verbindungslinie läuft jetzt dann bei 1,70, bei 1,85 steigt sie an. Hier hat man noch eine kleine weitere Verbindungslinie bei 2,30. Das wären dann die nächsten Zonen, die wir hätten. Erster Zwischenbereich wäre bei 14.060, wäre schon erste Zwischenzone. Oberhalb reinkommen, könnten die Bullen direkt attackieren, 14.030. Unterhalb wäre die Tür zu 14.000 offen. 13.900, meine Güte, 13.900, die Ausbruchzone, wäre diese wieder offen. Der untere Teil der neutralen Range förmlich. Und wenn wir dort durchbrechen, geht es so runter Richtung 840, 795. Das alte Allzeithoch aus 2020 wäre dann der nächste Bereich, den wir offen hätten. Unterhalb der 795 hätten wir die große Gap-Zone. Nächste Support-Zone 600, 650 wäre dieser Bereich geöffnet. Oberhalb der 13,9, wie gesagt, 14.030, 14.060. Darüber Chance, wieder die 170 anzusteuern, beziehungsweise wenn wir die ansteuern, eigentlich auch zu überspringen Richtung 230. Wenn wir dort sogar rüberkommen, Beschleunigung um weitere 100 Punkte, wahrscheinlich dann sogar zügig möglich. Aber mal gucken, was die US-Indizes machen. Die bräuchten auch ihren Durchbruch auf der Oberseite. Bisher ist das hier also unsere neutrale Spanne 13,9 Richtung 170, 185 ist eine steigende Trendlinie mit der wichtigen Zwischenzone um 14.060. Die schauen wir uns jetzt hier nochmal an im Tagesschart. Hier ist auch der verbreiterungskalte Fallen, der aufgelöst in der Vorwoche Abpraller gesehen. Das war der wichtige Rebound. Bis dahin ist alles bullisch, ne? Rebound. Und da müsste man eigentlich dynamisch abprallen Richtung 14,4. Das wäre eigentlich das bullische Szenario. Was haben wir gesehen? Wir haben den Rebound gesehen. Keine schöne Hammerkerze, nur halbherzig aufgekauft. Und dann am Folgetag zwei Inside-Days hintereinander. Also super schön, schaut das nicht, aber auch wenn man bedenkt, dass die US-Indizes in dieser Zeit zweimal neues Allzeithoch geholt haben, hat der DAX hier bloß daneben, die Tageskerzen daneben ausgebildet. Es ist nicht sonderlich gut aufgekauft. Das ist eine kleine Mahnung, warum auch immer das so ist, allgemeine Underperformance-Verfallstermin. Das ist eine andere Frage. Was wir aber sehen in diesem Tagesschart, ist, dass wir die 14,6 viermal hintereinander verteidigt haben und dass dieser Bereich direkt zum Start im Fokus stehen wird. Also 14.060, so rum 14.060, wichtige Zone hier zu sehen. In den letzten 4 Tageskerzen sind nicht drüber gekommen, sich alle nebeneinander ausgebildet. Das wird ein wichtiger Bereich sein. Oberhalb reinkommt per Startkurs wäre natürlich die Einlage, hätte man direkt auch ein kleines Aufwärtsgap von 14.051 an. Oberhalb hätten die Bullen direkt die Chance, auch das könnten sie dünnes Volumen nutzen. Und könnten dann hier so ober zum Vorwochenhoch laufen. US-Indizes sind ja geschlossen, deswegen dünnes Volumen. Könnte man diesen hohen Start nutzen, um mal Richtung 115, 130 zu laufen. Vielleicht wird man da ausgebremst, dass man sich nicht ganz so weit ohne US-Indizes raustritt. Das wäre dann die erste Spanne, die wir hätten, wenn wir fest reinkommen. 14.060, 115, 130 könnte ich mir gut vorstellen. Wenn wir dort sogar rübergehen, dann die 170 und 185 würden dann folgen. Mehr ist eigentlich nicht möglich. Das wäre dann eher der hohe Schluss. Und dann am Folgetag mit den US-Indizes könnte dann der Angriff hier oben Richtung 230, wo auch das mit obere Bollinger Band verläuft, könnte dies erweitert werden. Vielleicht entsteht ja dann auch so ein steigender Kai. Könnte man weiter verfolgen, ob das denn möglich ist. Also 14.060 wäre hier die Chance gegeben, direkt bullisch hinein zu starten Richtung 115, 130. Im weiteren Verlauf, weiterer Tag.
Angriff auf die 170-185 mit rüber überschießen Richtung 230. Unterhalb der 14.016, im Ideal auch per Startkurs oder direkt in der ersten Handelsstunde wieder runterfallen, kurzer Spike und direkt wieder runterfallen. Also in so einem Plateau ist auch sehr selten, ne, dass man eigentlich nochmal den Spike hier brauchen. Also kurzer Spike runterfallen, unterhalb der 14.060, die 14.030 zur 14.000 hätte man die erste Spanne. Das wäre dann ja auch dieser steigende Trend. Also erste Spanne 14.060, 30 zu 14.000. Wenn wir dort durchfallen, geht es weiter Richtung 69, 29 zur 900. Wäre das unsere Spanne unterhalb der 14.000, 69, 29 zur 900. Darunter wäre dieser Cluster aktiv über die 860 zur 830. Ja, diese Ausbruchszone fällt dann zur 8:30 runter, wäre dieser Cluster dann aktiv. Viel tiefer darf es nicht gehen, deswegen ist ja auch der rote Pfeil. Wenn es da tiefer geht, dann geht es hier in den 700er Bereich, 650, 600, Gap-Zone, Ausbruchszone hier. Nichts größere wieder Support wäre dann dort zu finden. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein für den Tagesschart. Also wie gesagt, 14.060. Vielleicht hat die Chance genutzt, dass man das niedrige Volumen hat und US-Indizes geschlossen, dass man gleich hoch reinkommt und hier die erste Spanne ausbildet und dann vielleicht zurückgekauft wird. Das wird sich zeigen, aber oberhalb der 14.060 haben die Bullen erstmal eine Chance, sich etwas auszutoben innerhalb der Richtung vor Wochen hoch. Nur unterhalb der 60, 30, 14.000, erste enge Spanne. Wieder ein Inside-D, haben wir Tageskerze neben Tageskerze hier ausgebildet. Seit 4 Tagen hätten wir es wieder unterhalb der 14.000, 69, 29, zur 900 hingegen. Und darunter darf es, wird es dann ernst Richtung 8,60, 8,30. Die dürfen nicht brechen. Kurzer Blick nach so einem Tageschart, nicht Tageschart, Stundenchart. Jede Kerze eine Stunde ist auch nochmal hier der Ausbruch zu sehen. Aus der Vorvorwoche dann der Rücklauftest, Rebound, dann aber fehlt ein bisschen die Kraft. Dann vielleicht der mögliche steigende Keil, den habe ich euch auch schon eingezeichnet. Dann hier die 14.060 knapp zu erkennen, wo man nicht drüber gekommen ist in den letzten Tagen. Wenn man hier oberhalb reinkommt, könnte man natürlich direkt mit einem, vielleicht so ein ISKS, eine hässliche oder von mir aus ein Doppelboden, aber hätte man auch im Stundenchart die Kraft, hier hochzulaufen, direkt 1,15, 1,30 anzusteuern und im zweiten Schritt kann das dann erweitert werden Richtung 185 und 230. Also diese Chance ist gegeben, wenn man oberhalb der 14.060 reinkommt. Diese verteidigen, kurzen Rebound zu dieser Begrenzungslinie, Ausbruchszone, dann kann man hier wirklich uns bullisch in den nächsten 2 Tagen erstmal hier oben austoben. Dann dürfte auch ein neues Allzeithoch nicht fehlen. Also oberhalb der 14.060, die Bullen haben ihre Chancen, sich hier oben etwas auszutoben. Wir haben auch das Bild aus dem Vorjahr, was ich gezeigt habe, gab es ja auch nochmal den Peak nach oben, dann die Schwäche in den Richtung Verfallstermin hinein. Diese Spanne müssten wir verfolgen oberhalb der 14.060. Unterhalb hingegen steht ja die Spanne erstmal zu 14.000. Zu dieser Trendlinie war die 14.000 der nächste Support. Wenn wir dort durchbrechen, geht die Tür Richtung 13.900 wieder auf. Also das bestätigt ja auch der Stundenchart dieser einzelnen Marken. Unterhalb der 14.060, 14.000 erste Zone, dort durchbrechen. Über die 69, 29 zu 900 der nächste Bereich. Darunter wären wir ganz schnell hier in der Zone zur Ausbruchszone hier, dieser Trendlinie wieder bei 13.830, auch fallen müsste man verfolgen. Also Tageschart und Stundenchart sprechen hier durchaus eine Sprache und deuten hin, dass die 14.060 zum Wochenauftakt direkt ganz spannend werden kann. Nun gut, das soll es eigentlich soweit gewesen sein mit dem Wochenausblick. 3 Viertelstunden hat er trotzdem gedauert. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Gerne könnt ihr eure Meinung im Kommentarbereich dazu schreiben. Wie gesagt, das Muster der Vergangenheit könnte interessant werden. Die Ähnlichkeiten zum letzten Jahr sind durchaus spannend und könnten dann eben zum Freitag hin interessant werden, ob denn Schwäche einsetzt Richtung Ende Februar zum März hinein. Mit dem Muster, der nicht nur von 2020, das ist das Muster ja nahezu identisch, ob das fortgesetzt wird, aber auch eben seit 2015, wo wir doch Probleme haben, das Allzeithoch zu halten und zu gerne dort eine Korrektur einsetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und sehr gerne sehen wir uns dann auf tradingportal.net, gerne auch im Premium-Bereich. Ich denke, er lohnt sich wirklich. Ansonsten gibt es Montag wieder live das Morning Briefing und am Abend den Tagesausblick. Euch noch ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao.